Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Lumberjacks Dynasty mit eurem Bovers. Und es war sehr knapp, dass ich diesen Part heute nicht produziert hätte. Einfach weil in meinem Leben ein Ereignis eingetreten ist, was ich keinem Menschen wünsche und ich im Grunde mehr alles andere als gut drauf bin. Auch wenn man es vielleicht nicht merkt. Aber ich wollte unbedingt die Aufnahme machen, dass ich euch auf jeden Fall mit einem Part versorgen kann heute. Und dann gibt es hier noch eine Neuigkeit im Game. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, weil mich das nämlich wirklich tierisch angenervt hat mit den Sozialpunkten. Also auch wenn ich gesagt habe, nö, es ist so wie es ist, habe ich mich dazu entschlossen, einen alten Spielstand zu laden, in dem ich noch immer meine Sozialpunkte habe. Deswegen gehe ich jetzt mal aufs Menü, dass ihr das seht. Ich habe also quasi hier oben wieder meine 72.000 Punkte. Ich habe nämlich vorhin noch den Stapler gekauft. An dem Punkt war ich. Und habe jetzt noch 12.500. Ich habe natürlich auch noch kein Gemüse und nichts geerntet. Also das sind alles noch Dinge, die ich im Grunde nochmal machen muss. Aber hey, täglich grüßt das Murmeltier. Das sind sowieso Aufgaben, die man immer wieder machen muss. Aber was wichtig ist, ich habe meine Punkte wieder zurück. Das ist mir wichtig. Ich habe mittlerweile auch schon ganz gut was an Holz weggeholzt und auch schon einiges verkauft, weil das war ja, ich glaube auf 2000 oder sowas war ich. Hier sind aktuell 30 Bretter in Bretterkisten in Arbeit. Ich habe also die Trockner sind voll, da muss ich jetzt wahrscheinlich dann sowieso ein paar von den Brettern noch rausnehmen, weil die wahrscheinlich jetzt dann auf Null so langsam sind. Jo, und ansonsten dachte ich mir, okay, pfeif drauf, ich mache jetzt halt einfach halt nochmal einen kurzen Sprung zurück. Was anderes passiert ja sowieso aktuell nicht wirklich. Also von daher mache ich das jetzt so und damit habe ich meine Sozialpunkte wieder. Ich muss nicht irgendwen anschreiben vom Support oder sonst irgendwas. Ich muss jetzt auch das Game nicht von Anfang an nochmal spielen, sondern ich habe einfach den alten Spielstand nochmal geladen und ich denke, das ist ganz okay. Also ich habe ungefähr, ich glaube, 2 Tage oder sowas, also eine Woche und nochmal 2 Tage oder sowas vorgespielt, um einfach wieder auf so einen gewissen Level zu kommen. Ich habe hier im Grunde diesen Wunderbaum, wie wir ihn so schön nennen, abgeholzt, einige Male abgeholzt und bin dann quasi nur hier hin und her gefahren, habe die Hölzer ins Wasser geschmissen und ja, ihr seht ja, wo ich jetzt gelandet bin. Also auf jeden Fall schön weit vorne wieder. Es fehlt natürlich noch so einiges, was ich machen muss. Lass mich dich drauflegen. Ja, danke. Oh, und es sind auch noch 2. Komm, dich jetzt halt noch drauflegen, dann wäre es... Ja. Und dich noch. Yes, dann habe ich das nämlich alles weg. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe den Baum hier bestimmt... Ja, 15 Mal. Ich sage jetzt mal 15 Mal. Abgeholzt, das Spiel gespeichert. Ich habe den Spielstand geladen, dann stand ja der Baum wieder da. Wenn man so will, kann man das auch Cheaten nennen. Wie auch immer, ich dachte mir, pfeif drauf und Hauptsache ich habe das Holz wieder in einem gewissen Maß da und Hauptsache ich habe auch meine Sozialpunkte wieder da und alles andere wird sich im Laufe der Zeit dann quasi ergeben. So, da sind die Hölzer schön am Hochfahren. Da muss ich jetzt dann gleich mal gucken, welche von denen noch trocken sind. Dann können wir nämlich gleich noch eine Fuhre wegbringen und verkaufen, dass wir hier wieder hochkommen mit dem Geld. Also es bringt im Grunde, also wenn ich jetzt halt Geld oder sowas sammeln möchte, dann bringt es im Grunde nichts, diese Daily Quests zu machen, weil das ist ja wirklich dann nur ein Mückenschiss, wenn man so will, was man da bekommt an Geld. Für die Arbeit, die man da vor allem macht. Also, und wenn ich hier 10 Minuten durch den Wald renne, weil ich irgendein dummes Schaf suchen muss, dann, ja, und dann dafür am Ende vielleicht nur 300 oder 400 Euros bekomme, ganz ehrlich, da holze ich dann lieber ein wenig Wald ab,
bringe es zum Trocknen und überspringe dann im Grunde durch Schlafen die Stunde. Ich meine, so viel kann jetzt halt eh im Moment nicht passieren. Ich kann mir zwar den neuen Traktor kaufen, aber der neue Traktor bringt insofern nur das, dass ich dann später auch den neuen Anhänger ziehen kann. Ich kann zumindest mit dem neuen Traktor jetzt halt auch den alten Anhänger ziehen, aber mehr Holz bekomme ich jetzt halt auch nicht weg. Leider ist der LKW noch nicht freigeschalten, den es ja auch noch gibt, um Holz zu sammeln. Das wird ja wahrscheinlich hoffentlich auch im September dann passieren. Naja, wir werden es sehen und wir werden es abwarten. Jedenfalls jetzt werde ich erstmal hier runterhüpfen. So, steig aus, los, zack. Wir haben aktuell hier drin, mal wieder schöne Musik und nicht das Geknatter, 33 Bretterkisten. Es sind natürlich jetzt halt noch die Baumstämme hier am Rhein schwimmen. Ich gehe jetzt da mal vor, ob ich von der ersten Ladung... Ja, da schwimmen auch noch ein paar. Naja, also da kommt auf jeden Fall ein bisschen was jetzt zusammen noch. Genau, das ist immer schön eingestellt. Stämme zur Säge. Wir haben hier Hölzer, die haben noch eine Feuchtigkeit 3. 98, die habe ich erst reingestellt, die genauso. Und diese hier auch. Ah, mit der Ingenieursansicht, das ist immer ein wenig so, 66, 86, 66, 97, 97. Also im Grunde sind es wirklich nur die Bretter hier vorne in dem ersten, die jetzt gerade noch auf Feuchtigkeit 3 stehen. Jo. Dann können wir mal gucken, ganz kurz wegen Spanplatten. Das sind gerade 10 in Produktion. Da würde ich sagen, okay, wir können ja das Holz verticken. Das ist auf jeden Fall auf Feuchtigkeit 0. Und warum hat der jetzt halt bitte 7? Ich weiß es nicht. Ich pfeife drauf. Was soll's, ne? Jetzt holen wir uns ja mal hier noch ein paar von den Spanbladies. So, gehen wir nach oben. Dann können wir nämlich da schön rückwärts reindüsen. So, ich will dieses Gepiepe nicht haben. So, dann schnappen wir uns mal hier die Paletten. Dann nehmen wir eben ein paar Spanplatten mit. Das ist ja total Latte. Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Geld zusammen. Den Buggy werde ich mir jetzt jedenfalls nicht kaufen. Den habe ich ja jetzt noch nicht. Also in dem Spielstand hatte ich den noch nicht. Den werde ich mir nicht kaufen. Ich bin eigentlich mit dem LKW recht gut unterwegs. Und ja, jetzt halt nur zum Fun mit dem Buggy rumdüsen ist jetzt halt auch nichts. Damit kann ich halt im Grunde sowas wie den Lieferjob ein bisschen schneller machen. Das war's dann aber eigentlich auch schon. Ich weiß nicht, was mir das sonst noch bringt, der Buggy. Halt, das ist im Grunde der Fun-Faktor, wenn ich da so quer durch den Wald düsen kann. Aber da, selbst da hat man ja gemerkt, man bleibt immer wieder an Bäumen hängen oder man stürzt einfach mal Felsen hinunter und hängt dann da fest und kann sich nicht mehr rausbefreien. Naja. Insofern werde ich jetzt halt erst einmal auf die gute alte Weise ein bisschen Holz fällen. Ich werde die Bretterkisten trocknen, mein Gemüse säen und das Ganze einwecken und dann später dann verkaufen, sodass wir möglichst schnell nicht nur den neuen Traktor kaufen können, sondern eben auch den Anhänger. Und ich habe nochmal nachgeschaut bei dem Fahrzeughändler. Es sind insgesamt ca. 55.000 Euro, die ich brauche, um das zu kaufen. Und dazu reichen mir dann auch eben die Sozialpunkte, die ich jetzt habe. Das heißt, ich muss jetzt halt hier nicht so viel im Grunde machen. Also nicht so viel Geld jetzt verdienen, um mir die Sachen leisten zu können. So. Dann öffne dich, Sesam. Also ich bin auf jeden Fall auch super dankbar für die Tipps und so weiter, die immer wieder mit reinflattern bei den Kommentaren. Die sind sehr, sehr hilfreich. Also da auch mal ein Gruß an T-Bone. Ja, und natürlich auch an alle anderen, um Himmels Willen. Nicht, dass ihr denkt, ich
ich würdige das nicht, was ihr mir so in die Kommentare schreibt. Ich habe bloß wirklich allen den Kopf wirklich voll aktuell und schaff's dann teilweise zeitlich leider nicht zu antworten auf Kommentare oder so. Oder ihr wisst ja, das habe ich schon mal erzählt, oder ich gebe halt zumindest ein Herz drauf auf eure Kommentare, so dass ihr seht, jawohl, er hat's gelesen. Also da bitte ich um Nachsicht. Gut, aber jetzt erst einmal heißt's zurück zur Trockenmaschine. Dann kann ich nämlich hier mal getrost warten auf die nächste Ladung. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück in die Bude, in das Haus, welches natürlich noch nicht ausgebaut ist. Das muss ich natürlich auch wieder machen, das ist klar. So, also, wie viel seid ihr runter? Wahrscheinlich nur 1%, wenn überhaupt, ne? Ne, ihr seid noch auf 3, alles klar. So, wir haben hier 36 Bretter am Laufen. Wir gehen jetzt mal hier vor. Rinde, 6,5 Tonnen. Da kann ich auch noch ein bisschen warten. Eine Ladung Rinde habe ich schon weggefahren. Ich habe auch schon Honig gesammelt. Ich habe die Pflanzkästen, die Bienenkästen habe ich ergänzt. Die drei hatten wir ja. Die drei hatte ich zu dem Speicherstand noch nicht und auch nicht die, die sich da hinter diesem Stall befinden. Da waren auch noch keine. So, wir können mal ganz kurz hierher schauen. Aber da ist auch im Grunde noch nicht wirklich was fertig. Und darum, ja, das passt von der Feuchtigkeit. Und darum gehe ich jetzt im Grunde auch gleich mal hier zack ab ins Bett. Wir pennen eine Woche. Ganz egal, ob das eine auf 3% ist und nur noch einen Tag wahrscheinlich bräuchte. Ich penne eine Woche. Weil vielleicht sind dann die anderen nämlich auch runter. So, Leertaste. Und komm. Ich hoffe, man hört mich. So, du bist ausgeruht und fühlst dich fit. Ich würde sagen, ich speichere mal. Und zwar speichere ich jetzt über diesen hier. Also, das war der Spielstand hier unten. 74.876, das war der Spielstand, den ich geladen habe vom 10. August. Jetzt seit heute, wo ich die Aufnahme mache, ist der 25. August. Also sind im Grunde 15 Tage, die ich, ja, aber natürlich nicht so viele Parts. Also es waren ja nicht so viele Parts. Und mir taucht es. Ich finde es okay. Sozialpunkte sind zurück. Und sind die Äpfel gewachsen? Nein, aber sie hängen zumindest schon mal grün an den Bäumen. Haben wir hier vielleicht Honig? Nein. Da drüben schaue ich jetzt erst gar nicht. So, eigentlich sollte dann auch noch das Holz weiterlaufen, weil ich glaube, selbst wenn ich eine Woche schlafe, ist das Holz hier dann immer noch in der... Genau, ist es immer noch im Wasser und wird hier produziert. So. Ihr seid auf Nullinger. 31, okay, das sind die, die dann noch im Grunde ein bisschen brauchen. So, ihr seid auf... Na super, da habe ich eine Palette mit 0. Ist egal, da sind nochmal Paletten mit 0. Die haben 30 und die haben 30. Also, die zweite Box und in der ersten Box unten, das kann ich eh nicht rausholen, da muss ich erst das obere. Deswegen mache ich nur die zweite Box leer. Und hier im Grunde die letzte. Genau. Zweite und letzte. Machen wir doch zacki. Zacki, zacki machen wir das. So, da kann ich nämlich auch schön mit dem LKW hinfahren. So, halt. Gut, dann schauen wir mal, ob ich das mit der Kamera von hier aus hinbekomme. Nein! Verdammt! Das Blöde ist, ich kann die nämlich hier nicht hinsetzen mit dem Kran. Ich muss die dann tatsächlich irgendwo absetzen. Ah, verdammt.
Es war echt ein Millimeter im Grunde zu viel, den ich da eingesetzt habe. Und schon, zack, hatte ich die Palette in der Hand. Moment, einmal hier und einmal da. Zweite Box haben wir gesagt. So. Eins. Zwei. Also würde ich die hier absetzen können, hier oben drauf, dann würde ich das tatsächlich machen. Aber es geht leider nicht. Von daher, Moment, kann ich die Palette ja einfach mal hier außen hinstellen. Dann die hier nehmen und halten. Und dann können wir nämlich auch schon losdützen. Ist immer nicht so gut, wenn du hier drüber fährst. Ja, genau. Diese Hängerei nämlich, das ist immer echt übel. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich den nächsten Part übermorgen, der ja eigentlich übermorgen kommt, bevor ich den nächsten Part aufnehme, werde ich auf jeden Fall hier nochmal ein ganzes Stück vorausspielen, weil es ist nichts Neues. Ich werde genau das tun, was ich jetzt gerade getan habe. Ich werde Bäume fällen, sie ins Wasser schmeißen, ich werde sie trocknen lassen, ich werde sie verkaufen. Ja, und irgendwann werde ich dann auf einem gewissen Niveau von Geld sein, an dem ich dann im Grunde auch wieder eine Aufnahme mache. Weil so, denke ich mal, ist der Unterhaltungsfaktor nicht gerade sehr hoch. Jetzt einfach mal nur so in den Raum gestellt und vermutet. Na, also sollte ich es irgendwie doch schaffen, dass ich schon so weit vorspiele, dann kommt übermorgen natürlich ein Part, ein neuer. Wenn nicht, dann fällt er aus. So einfach ist es. Alternative habe ich aktuell keine. Ich habe halt jetzt Night of the Dead mit drin. Ja, fehlt wieder 1 Euro. Night of the Dead habe ich ja mit drin, welches ich ultra cool finde, das Spiel, ganz ehrlich. Also mit dem Part, den ich jetzt, also jetzt während ich das aufnehme, habe ich im Grunde schon 5 Parts von Night of the Dead aufgenommen, abgeschlossen. Das heißt also bis einschließlich Freitag, würde ich sagen, ja, Freitag, ist auf jeden Fall mit Parts schon mal für mich ausgesorgt. Zum Glück mit einer besseren Laune gemacht. Ja, und ansonsten Dragon Quest Builders 2. Ich hoffe, ich schaffe es, den Part für, ich glaube, übermorgen ist es dann. Für morgen, also aus eurer Sicht für morgen, aufzunehmen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich meine, mit dieser Kirche, die ich jetzt da begonnen habe, habe ich mir wirklich ein groß Projekt rangeholt. Und da bin ich wirklich schon sehr gespannt, wie ich die bauen werde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist Dragon Quest Builders und ist jetzt halt eigentlich für hier nicht wirklich interessant. So schaut's aus. So, dann stellen wir mal unser Vehikeler daher. Aussteigen. Und? 41. Also 41 Bretterkisten. Die wir am Produzieren haben. So, wir waren in Koje Nummer 2. So, schauen wir mal, ob wir die hier gleich wieder reinmachen können. Das war. War das jetzt in der. War das jetzt hier drin? Nee. War es hier drin? Jetzt seht ihr mal, ne? Oder ist das eine mit 0? Und das eine mit. Oh, warte mal, da wollte ich mal was ausprobieren. Kann ich denn mit dem Stapler, weil das müsste wirklich eine mit 0 sein?
Bände, dann lade ich mir auf den LKW noch ganz viele nasse Paletten. Cool! Ich kann das mit dem Stapler direkt beladen. Das ist ja krass. Also, das ist toll, meine ich. Dann war das die Palette. Das seht ihr mal, ne? Vor lauter Quatschen und ich nichts sehe. So. Gut. Da ist es. Einmal kurz richtig hingefahren. So, war nicht ganz richtig, aber das ist auch die Perspektive, die mir gerade zu schaffen macht. So. Rein mit dir. So. Gut, gut, gut. Dann gehen wir mal wieder raus aus der Ansicht. Und dann kann ich nämlich noch die restlichen Palettos reinpacken in die Trockenkammer. So, und beim nächsten Mal, wenn ich das mache, dann kann ich schon wieder mehr. Also, das geht jetzt im Grunde schon Schlag auf Schlag. Ich sollte das normalerweise sehr schnell alles zusammen haben. Das Haus kann ich irgendwann mal ausbauen. Das ist mir eigentlich recht Rille. Mir geht es eher darum, dass wir das Geld bekommen für die Maschinen. Und ich hoffe ja wirklich sehr, 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 dass es bald rauskommt, dieses Update mit den Möbeln. Dass wir hier nochmal ein bisschen, ja, vielleicht kann man dann auch besser und schneller Geld verdienen. Weil ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass wenn du die Fabrik hast und Möbel herstellst, dass du die dann für einen Fuffi verkaufst, weißt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind bestimmt höhere Beträge. So. Die letzte noch. Und zack. Weg damit. Damit ist der Dingsen wieder voll, ne? Nein, da fehlen noch mal 4. Gut, dann kommen die jetzt auch noch rein. Gar kein Thema. Sind immer noch 40 in Produktion. Und ich glaube, die Hölzer sind auch noch nicht alle drin. Also von daher können wir die jetzt noch... Schwupp, schwupp, schwupp. Oh, das mit dem Hochgekurbel, das ist vielleicht wirklich eine Sache hier. Ja, dachte ich mir... Mir aber auch egal. So. Runter geht's ja schnell. Da muss ich eigentlich nur Maus klicken und zweimal nach unten ziehen. Aber wenn es nach oben geht, dann muss ich keine Ahnung, wie viel oder wie häufig hier mit der Maus rumfuchteln. Ich kann natürlich die Empfindlichkeit auch noch hochstellen, das ist klar. Aber möchte ich nicht. Weil sonst ist ja alles schnell, das ist ja das Problem. So. Dann haben wir das. Zack. Dann sind es jetzt eigentlich nur noch die zwei Paletten. Oh, ich muss auf jeden Fall jetzt halt noch dann in den Gemüse ins Gewächshaus gucken. Weil vielleicht ist jetzt halt das Gemüse schon gewachsen. Das wäre auf jeden Fall super. Wie viel Sprit hat denn der noch? 93. Also im Grunde ist es so, als wäre er nie weg gewesen, der Stapler. Aber ich hatte den zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube, da wollte ich ihn dann gerade holen oder so. Das könnte es sein. So. Jo. Die letzte Palette ist verstaut. Wir können uns jetzt einfach mal daherstellen, weil Späne werde ich nicht
so wegbringen. Jo, wie gesagt, das ist alles noch am Trocknen. Gut. Wie viel haben wir da Bretter? 37 Bretterkisten. Ich könnte jetzt zum Beispiel... Ah, die hat 0. Okay. Hätte ich jetzt machen können. Mache ich jetzt aber doch nicht, dass ich den LKW im Grunde volllade und dann mir wieder Bretter hinstelle. Ah, schöne, viele grüne Apfel. Keine Honig. So, aber vielleicht Pflanzen. Und das wäre schon mal cool. Weil dann können wir nämlich gleich wieder... Yes! Das gefällt mir. Schöne rote Tomaten. Aufnehmen Zucchini. Die sind auch schon... Ach, hervorragend. Ja, dann täte ich sagen, ernten wir mal. Cool, cool, cool. So, dann die Zucchinis. Können wir uns wieder alles schön machen. Oh, die sind noch nicht fertig. Die sind auch noch nicht fertig. Jo, macht nichts. Das ist wahrscheinlich nur noch ein Tag oder sowas. Und dann sind die auch schon gesprossen. So, Saatgutlager. Jo, ich würde sagen, machen wir die Melonen. Da habe ich 8 Stück. Die machen wir jetzt halt komplett hier hin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 Plätze frei. Was für ein Zufall. Ich habe hier Kürbissetzlinge 2 Stück. So, hier passen, glaube ich, 6 Stück her. Oder nee, 5 Stück, so wie hier. Na komm, geh rein. Das heißt, wir können Paprikasamen auch noch mit herschmeißen. 5. So, passt. Dann hauen wir mal hier auf den Button. Okay. So. Ja, an sich war es das dann heute, ne? Jetzt gehen wir mal noch ins Haus, dass wir die Süppchen kochen im Grunde. Uiui. So, benutzen Küche und zwar Apfelmarmelade. Ja, okay. Es sind halt nur 3. Dann haben wir Zucchini in Dosen. 34 Mal. Ich könnte das natürlich auch unten in den Vorratsdingsbumsen da tun. Aber... 113 Mal Tomatenpüree. Aber ich brauche nicht so viel essen. Ich kann mir ab und zu mal so einen Snack reinpfeifen und das war's dann. So, da muss ich natürlich auch noch schauen. Oh ja, das war noch... 2-mal. Stärkste Mann der Welt. Fuchstrank. Mach mal. Gibt auch Geld. Okay, mehr haben wir nicht. Oh, doch, einen können wir davon noch herstellen. Das ist gut. Aber das sind halt die Kräuter wieder abhängig davon, ne? Das ist ganz klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle einen Cut und wie gesagt, entweder ich schaff's oder eben nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich, jetzt müssen wir nur mal gucken, dann werde ich am Freitag eben die King of Retail Folge zu der Uhrzeit um 18 Uhr bringen. Also nur falls es nicht klappt jetzt mit der Aufnahme oder sowas. Okay, ansonsten lasst mir Like da, lasst mir Kommentare da und dann würde es mich freuen, wenn ihr dabei seid beim nächsten Mal. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.